Objektiv. Jungs, ich hab hier. Jungs, hey, seid ihr wieder online? Olga, alles gut? So, wir kommen zurück. Kleine technische Fehler hier, meinerseits verursacht. Aber wir sind wieder live, Aufnahme ist wieder schön, Nürnberg ist wieder da, München auch. So. So, jetzt sehen wir die Bewegung von unserem Schiri, Nummer 6. Sergio ist leider nicht auf seine Beine gestanden, hat den Rock damit gestört, illegale Bewegung. Die Kraft nicht zusammengehalten und damit ist es Strafe für München. Die spielen schnell mit der Nummer 10 und Nummer 8. Jetzt sehen wir den Rock, Unterstützung. Nürnberg kommt zum Contest und jetzt sehen wir München wiederum hat nicht auf seine Beine gehalten. Wahrscheinlich die Nummer 3 oder die Nummer, diese Kollegin Nummer 17. So. Nee, die Nummer 17, Entschuldigung, hat den Ball nach vorne verloren. Also no coin. Wir machen jetzt einen Scrum. Die zwei Formationen stellen sich wieder zusammen. Nürnberg hat den Ball und wirft gleich ein. So, jetzt sind wir wieder schön. Die erste Reihe, zweite Reihe zwischen danach, dritte Reihe herum. Und Nürnberg wirft ein. So. Nürnberg hat guten Druck von München, sehr schön gemacht und Nürnberg befreit sich von seinem Spielfeld. Ne? Wir waren in den 22 Meter Bereich von Nürnberg, jetzt sind wir eigentlich fast so 30 Meter von der Versuchlinie von München, aber München kommt wieder ganz gut ran, slalomiert durch die ein bisschen durcheinander, keine feste Linie in Nürnberg, die Verteidigung steht nicht gut genug, aber Nürnberg trotzdem hat den Ball erobert. So, jetzt haben wir Contest gegen Contest, hey. Und wir kommen zur ursprünglichen Fehler. Stay calm. Den Neukern. Stay calm. Okay? So. Scrum. Neukern von für Nürnberg nach dem. Now you go out. Also für Neukern von no, München. Jetzt machen wir einen Scrum okay. Für Nürnberg. The mark is here. Okay, guys. Crouch. Bind. Set. Don't push him before. Stop. Ball schön in der Gedränge. Durch die Beine von Nummer 8. Nach hinten schießt der Ra. Schöne Bewegung. Komm, gib den Ball. Schade, du hattest einen Kontakt. Du hattest eine Unterstützung da links von dir gehabt. Turnover. Jetzt haben wir einen Turnover. Play. Play. Und der Ball geht wieder raus. So, wieder Sergio, Kontakt. Fünf Meter wieder gewonnen. Die Verteidigung fixiert. Die Verteidigung bei München ist, man sieht ein bisschen hier auf dem Bild. Go blue, go blue, go blue, try. Okay, stop. Jetzt ist die Verteidigung wieder in die Linie. Und in einer Reihe schön zusammen. Eigentlich, München sollte schaffen, jetzt zum Beispiel diese Möglichkeit rechts zu. Genau, jetzt, da ist die Lücke. Genau, komm, laufen, weiter. Gib den Ball. Attacke, nein, Ball verloren. Okay. The first. Contest. Perfect. Jetzt haben wir einen Rack. So, Nürnberg soll sich wieder schön in eine Linie stellen, um die Verteidigung schön bereit auf dem Spielfeld.
Und das hat Nürnberg nicht ganz geschafft. Trotzdem schafft es München nicht zu, verwenden. Wir haben einen No-Coin von München, Ball für Nürnberg. Wir spielen den Vorteil. Also der Schiri lässt das Spiel weiterlaufen. Play. Und jetzt soll Nürnberg das Beste davon damit machen. Und wenn sie das nicht schaffen, dann werden wir zum Vorteil kommen. So. Jetzt geht es wieder nicht. You have 5 meters. So. Unser Schiri meint, der Vorteil, also Nürnberg hat es nicht so richtig bekommen, so den Vorteil zu verwenden. Also er stoppt das Spiel. Wir kommen wieder zurück zum Fehlerpunkt. Und mit dem No-Coin von München. Okay, stop a little bit. Und dann machen wir hier ein Scrum für Nürnberg. Now she feel like go out and coming back or yeah. You go drinking water, refresh a little bit, you okay after that? So, wir haben eine kleine Pause hier in München. Der Nürnberg hat die Zeit angehalten. Die Wasserträger bringen was zur Erfrischung für die Spieler. Wir haben einen Spieler am Boden, der jetzt wieder aufgestanden, also alles gut, wahrscheinlich ein bisschen schwer beim Kontakt da, ein bisschen. Aber so, er läuft gut. Wird wahrscheinlich nochmal geprüft, dass es ihm gut geht. Er soll sich ein bisschen setzen. Wahrscheinlich so ein bisschen hart auf dem Kontakt, aber nichts Schlimmes. So, alles gut. Alle Spieler sind wieder da. 3 und 6. Ja, wir haben alle Spieler auf dem Spielfeld. Nürnberg ist bereit, die Getränke ist bereit. First line, second line. Okay, guys. Crouch. Bind. Set. Einwurf, Nürnberg. Schön Ball raus, geht wieder nach vorne. Und nein, der Pass ist nicht angekommen. Schade, aber eine schöne Bewegung. Rack. Rack haben wir. Yes, yes. Also Hände frei aus dem Spielfeld. Man darf schieben. Man darf schieben, aber man soll nicht den Ball mit den Händen fassen. So, und jetzt sind wir die Nummer 19. Der stört aber den Ballausgang. Go, go, go. Das ist leider nicht. You listen to me, you must go. When you pass Nürnberg, you are alone here. Your team is go back. You must go out. Don't do nothing here. Okay? Go back. So. Also in der Praxis, wir haben einen Tackle gehabt. Die Spieler sind am Boden gegangen. Nürnberg hat eigentlich den Rock gut gegengeschoben. Hat damit dann den Ball unter sich bekommen, also gehabt. Und dieser Nummer 17 aus München hat aber dann ist nicht rausgegangen, hat nicht versucht, den Boden zu verlassen und den Raum frei zu machen, damit der Ball weiterspielen darf oder kann. Und das ist diese sogenannte Not Rolling Away. I don't see you. See, I see you. It's not a yellow card, it's a red card. Okay, you must speak in. Now, I won't speak in. Okay. Yeah. Okay. Okay. For this, my decision is not yellow card. Okay? When I see you or I see another team, it's the same. Okay? Focus, you play. Okay? Yes? Okay. Okay. Okay, I looking. Okay? I looking. Okay? Perfect. So, wir haben schon ein paar Spielwechsel da in Nürnberg gehabt. Ich denke auch München. Die Nummer 2 ist jetzt frisch von der Halbzeit. So, jetzt auch in unserer Nummer 16 ist auch ein neuer Spieler angekommen. Ich glaube, ich vertraue nicht ganz meine Spielerliste und ich möchte jetzt keine falschen Namen geben. So. Go back, Blue 17.
So haben wir wieder einen Quark. Aurélie Sebol, so der. So, Aurélie Sebol hier ist der Call für oder gegen Sergio, ne, unseren Kapitän hier mit dem grünen Helm. Der wurde getackelt, ist am Boden gegangen, aber er hat den Ball nicht freigelassen. Der Münchner war legal da, also rechtlich dürfte den Ball kontestieren und der Spieler am Boden soll den Ball freigeben. Tut es das nicht, dann wird er bestraft. Not releasing the ball. Scrum. Scrum. So. Nürnberg. Nürnberg hatte den Ball. München hat es offensichtlich wieder erobert. Arbeit aber trotzdem auf dem Moment dann den Ball nach vorne fallen lassen. Wir haben einen No-Coin von München für Nürnberg mit einem Scrum. Crouch! Bind! Set! So, wir haben wieder ein bisschen Wind hier, aber stört die Spieler nicht. Der Scrum von Nürnberg ist ganz gut. Wir haben einen Vorteil für Nürnberg. Sie haben die Getränke von dem Contest, also diese Kraftübung, eigentlich gewonnen. Sie laufen jetzt nach vorne. Sie versuchen, die Mannschaft hier links vom Spielfeld, rechts vom Spielfeld zu drängen. Sie sollten sich eigentlich dann den Ball relativ frei wieder bekommen. Na, jetzt haben wir den nächsten Fehler von München, nämlich eine Abseits. Der Spieler stand nicht hinter dem letzten Fuß von Rack. So. Wird schnell gespielt, läuft nach vorne. Wir stehen auf der Mittellinie vom Spielfeld. So, Nürnberg ist schon da. Hände durch! Der Spieler ist durch die Linie. Er braucht Unterstützung. Schnell! Da ist am Boden. Nürnberg, München ist schon da. Aber trotzdem, jetzt nach links. Sehr gut. Komm, weiterspielen. Na, der traut sich nicht mit dem Pass. Also wir gehen wieder in einem Rack und der Spieler geht. He's back. So, Ball nach hinten verloren, das ist legal, das ist erlaubt. So, und wir gehen wieder auf die kleine Seite. Nein, Wechsel. Wir gehen jetzt nirgendwo. Der Ref sagt nochmal zur Ordnung: zu viele Fehler, noch kein in beide Richtungen, kein Vorteil. Also, wir kommen zur. You must stay there. Schöner Durchlauf von dem. Nummer 7 in Nürnberg, aber leider wurde das Momentum nicht verwendet, um dann bis zum Versuch zu gehen. Und jetzt stehen wir bei ca. 30 Meter im München-Bereich und machen wir einen Scrum. Nürnberger ist verletzt, wird getauscht, die Wasserträger heilen sich. No, dürfen sie nicht. Wasserträger raus. Nummer 3 in Nürnberg kommt wieder auf dem Spielfeld. Auf das Spielfeld. So. You're okay? Okay? Out water, please. Out. Scrum. Hier! Schwamm, Blue! Also, Blue. Wir waren geblieben mit einem No-Coin von Nürnberg. Jetzt spielen wir eine Scrum, eine Gedränge für mit Anwurf Nürnberg. Die Leute sind bereit, die Hintermannschaften stehen 10 Meter hinter der Gedränge jeweils. Nummer 9 gibt den Signal zu seinem Hacker, wirft den Ball und der Ref stoppt die Aktion. Bind, you must be inside. You, okay? Again. So. Wiederum sehr viel Kommandos, sehr viele Anhaltspunkte in diesem Scrum. Sieht leider ein bisschen vielleicht frustrierend für neue Zuschauer, aber es dient zur Sicherheit und zur Gesundheit für die Spieler. Ne? Die Spieler müssen diese Kommandos respektieren, müssen die richtige Position und Körpereinstellung haben, sonst sind die Risiken sehr groß,
dass man sich hier verletzt. Ne? Wir reden von ca. 900 Kilogramm jeweils, die in eine Richtung und die andere schieben. Und das ist natürlich sehr gefährlich für die Spieler. So you coming down with your knees. You must release the ball. It's easy. Go back. You go back. Yeah, but this is down. Go back. So, wir hatten einen Rock und wiederum in dieser Rock-Situation ist es wichtig, dass man auf seine Beine bleibt und dass man nicht auf seine Hände. You come and you catch. You go down. You must release the ball. It's easy. It's easy. So, auf seine Beine bleiben. Und hier auch, gut, ein bisschen so technische Fehler, was der Schiri hier anmeckert. Wiederum haben wir einen Strafkick von Nürnberg gehört, also eine Strafe für Nürnberg, die sie schnell gespielt haben und wieder zur Attacke geht. So, schnell spielen, wieder so Pick and Go, Kontakt, die zwei Spieler stehen da zur Unterstützung. Und dann Nummer 9 wechselt die Seite, geht wieder auf die kleine Seite, geht wieder nach vorne. Das ist sehr, sehr viel Kraft in diesem Spiel. So, man merkt, der Nummer 5 benutzt natürlich seine Körpermasse sehr gut. Er hat 5 Minuten gewonnen. Und jetzt hat Nürnberg das Spiel geöffnet. Aber gut, Nummer 25 ist zu Kontakt gekommen, so ein bisschen Crashball gemacht. Und. Use it. Und es geht weiter. Da ein bisschen chaotische Transmission. Ball vergeben. Aber trotzdem. Ball Robert. Das ist unser Versuchsspieler von vorhin. So, Nummer 21 hat den Ball bekommen. Interessanterweise, er hat eigentlich gekickt, aber er hat in seine 22 Meter so nach vorne. Also, der Ball ist einfach ein Spielfeld geblieben. Yep. Vielleicht ist das, dass da ein Münchner Spieler versuchte, den Ball wieder zu erobern, der aber dann vor dem Spieler 21, der den Ball gekickt hat, stand. Und wenn man vor dem Kicker steht, ist man selber in Abseitsstellung, Abseitsposition. Und hier war der Fehler, so Strafkick gewesen. Und Nürnberg spielt weiter, sehr gut, bis zum Flügel. Ball am Flügel, schön ist das Leben. Und nein. Go! Go! You are in luck! Stop. So. Go! You are in the luck. Another 4 guy. You are the second. You are the second, not the first. You must push in the luck. Okay? Ball! So, Moll heißt, dass der Ball wäre dann oben geblieben, aber jetzt haben wir wiederum einen Rock gehabt. Und jetzt meckert der Schiri gegen einen Fehler von Nürnberger Spieler. Die Nummer 10, der Javier von München, spielt den Ball schnell, halt nach vorne, weil Ball ist auf dem Spielfeld geblieben. Der Flügel von Nürnberg jetzt bringt den Ball auf seine, okay, auf die perfekt. Seite. Ball wurde wieder erobert. München wieder zu Angriff. München. Und Ball wieder verloren mit einem No-Coin nach vorne. Nürnberg hat den Ball, greift wieder an, geht schnell und wird der nächste No-Coin von Sergio. So, No-Coin. Der Vorteil gilt nicht. Wir kommen wieder zurück zu dem ersten Fehler. Erster Fehler von München. Also wir kommen zurück. Also Nürnberg hat den Vorteil nicht verwendet. Auch nicht gut verwendet. Wir kommen zurück zu dem ersten Fehler, den von München. Machen jetzt eine Gedränge, Einwurf Nürnberg. Now, do you have 26 minutes to play? In 6 minutes it's water. Okay. It's minute 14. 6 minutes. So, Spielstand aktuell, wir haben 12 Punkte für Nürnberg, 7 Punkte für München und keine neuen Punkte in dieser zweiten Halbzeit noch. Aber hoffentlich kommt es wieder schnell. So, Getränke sehr gut für Nürnberg. Eine Schere von Nürnberg, Nummer 12, läuft in die Verteidigung rein, fixiert die Position von München. Der Ball ist schon gesichert. Wir spielen auf die linke, kleine Seite. Wieder so ein Pick and Go. Okay. So,
Ball ist wieder raus. Und nochmal ein Pick and Go hier von München. Der Juri drängt sich durch die Tackler. Sehr schön. Aber die Unterstützung war nicht genug da. Und der Juri hat sich auch ein bisschen vielleicht zu nicht gut gedreht, wenn der Boden gewonnen ist. Fast ist das. Der Schiri hier meint, dass der Juri, unser Nürnberger Spieler, hat den Ball an sich gehalten und hat nicht ermöglicht, dass der Ball schnell von dem Rock rauskommt. Und das ist diese sogenannte Not Releasing the Ball. So, leider endet damit dann der Angriff für Nürnberg jetzt für diese Aktion. Wir hatten einen Strafkick. Nürnberg hat den Strafkick in die Gasse geworfen, dürfen sie, und bekommen auch damit den nächsten Einwurf. Spieler von München kommt raus. So. Genau, Nummer 17 und Nummer 8, genau, kommen raus. Gute Leistung, Jungs. So, die Mannschaft ist wieder voll dabei. Alle Spieler sind da. Full. So. Alle Spieler in die Gasse. Der Nummer 6, der Nummer 2 hat wieder sich daran gedacht, oh, ich muss doch jetzt was einwerfen. Das war cool. Und Einwurf. Jawohl, der Ball ist schön in der Mitte der Gasse. Der Contest konnte stattfinden. Kein Fehler hier gemacht. München hat den Ball wieder für sich. Und haben wir einen Rock hier. So. Nächster Rock. Und München benutzt wieder sofort dann diesen Kick, und den Raum zu gewinnen. Wir sehen hier, der Spieler von Nürnberg braucht ein bisschen Zeit, um den Ball in sich zu haben. Der nächste Münchner ist schon da zum Tacken und schiebt den Nürnberger Flügel jetzt in die Gasse. Also ein bisschen ungeschickt gemacht von Nürnberg, zu viel Zeit gebraucht, um den Ball wieder zu erobern. Gute Bewegung, also eigentlich diese kleine Schwäche von Nürnberg gut benutzt von München. Und sehen wir hier, ne, München hat somit fast 30, 35 Meter Raum gewonnen. Mit einem Einwurf in die nächste Gasse. Also ein bisschen ungeschickt von Nürnberg, ein bisschen selbst sich in die Gefahrzone gebracht, leider. So. Jetzt sehen wir lange Gasse, alle Spieler sind dabei. München hat geworfen, ist auch nicht gesprungen, es ist interessant. Bekommen wir trotzdem den Ball? Ne, Ball verloren. Nürnberg, sehr gut. Und dann Nürnberg. Kick nach vorne, Ball ist im Spielfeld, Nummer 15 in Nürnberg, in München hat den Ball für sich. Versucht da Slalom, kommt aber, ist in die Gasse geschoben. So, wir haben jetzt einen Gasse-Einwurf Nürnberg auf der, ja, circa auf der 40 Meter, ne? Also diese 10 Meter heißt auch 40 Meter Linie für Nürnberg. Spielfeld seitens Nürnberg. Robert, rest 10 Meter. So, der Einwurf Nürnberg leider scheitert und München erobert den Ball in die Gasse. Ball ist schön gesichert hinter dem letzten Fuß. München macht ein Pick and Go, dreht sich durch den Tackler. Nummer 19 muss raus. Jawohl, da gut gemacht, Juri. Ball geht wieder weiter. Nächste Pick and Go hier, oder nächste Pick and Go, eigentlich ist keine Pick and Go, Entschuldigung, das ist einfach der nächste Anlauf von München. Jetzt schöner Spielball von München, und wir sehen hier, dass München wieder in den 22 Meter Bereich von Nürnberg steht. Also sogenannte, also knapp an der Versuchlinie. Sie sehen auch die Versuchlinie hinter uns, da wo die Fahne steht, da ist der Versuchbereich. Wenn München bis dahin kommt, ist ein Versuch, haben sie geschafft. Sehr gut, München. Schöner Spiellauf mit der guten Händebewegung bis zum Flügel. Und der Nummer 22 von München jetzt hat einen Versuch gelegt. Wenn es stimmt, ich denke, die Trikots stimmen nicht ganz mit der Spielerliste, aber das müsste der Mamadou Sylla sein aus Senegal.
So, Standpunkt jetzt haben wir 5 Punkte dazu für München. Also wir sind jetzt bei 12-12. Und München hat die Möglichkeit, nochmal 2 weitere Punkte zu schaffen mit dem Verwandlungsversuch. Der Spieler steht schon bereit. Nummer 10, der Javier. Und jetzt leise im Stadion. Respekt für den Kicker. Und es geht leider auf der rechten Seite von den Pfosten. Die Fahnen heben sich nicht hoch. Der Versuch ist gescheitert. Wir bleiben bei 12 beide. Nein. Nein. I am 2 liners. I am 2 liners there. It's 9-9. Break! Water! 5 minutes! So, 5 Minuten Pause hier in den Berg. Die Wasserträger dürfen auf das Feld. Es wird getrunken, es wird ein bisschen wird geatmet, ein bisschen Puls runterbringen. Wieder ein bisschen die Taktik, die gute Sachen wieder zusammen erklären und schauen. Genau, der seitens Nürnberg ist der Hendrik jetzt bei der Mannschaft und gibt seine Anweisungen, was gut läuft, was besser gemacht werden kann. So, wir sind wieder da. Danke an unsere Partner und unsere Sponsor. Und wir sind wieder auf der Einwurf nach dem Versuch von München, vom Nummer 22 in München, der Mamadou Sylla. Und die Verwandlung wurde nicht geschafft. Also Standpunkt ist 12 beide für München und Nürnberg. Guter Einwurf, 10 Meter geschafft. Nürnberg schafft den Ball und macht bietet einen Rock. So. Wichtiges Spiel eigentlich heute für beide Mannschaften. Wir sind in der Landesliga. Wir haben noch hier 4 Mannschaften. München ist Nummer 2, also ist Zweiter der Liga. Nürnberg steht in dritter Position in der Liga. Und jetzt meckert der pfeift der Schiri eine High-Tackle. Wir sehen hier die Bewegung. Ne? Die Hand über den Schulter. Der Nürnberger wurde getackelt zu hoch. So, Ball nach hinten. Weiterspielen. Gute Lauf wieder von Nummer 5 in Nürnberg. So. Und haben wir wieder einen Münchner, der nicht die Anweisungen in der Rücksituation folgt. Strafkick. Nürnberg spielt schnell weiter. Handspiel da, aber immer noch legal. Abseits pfeift der Schiri. So. Stop, nein, nein, nein. Second time, don't play fast. Second time. The line out. So. Also die Spieler
im Grundspiel müssen immer den Abseitsregel folgen, beziehungsweise dann müssen hinter dem letzten Fuß, hier wenn wir eine Rücksituation, dann muss die Verteidigungsmannschaft hinter dem letzten Fuß stehen. Der Contest war gut, aber trotzdem nicht ganz geschafft für München. Also Nürnberg bleibt mit dem Ball an der Hand, macht aber jetzt ein No-Coin, leider. Und jetzt gehen wir zum nächsten Scrum. Wiederum, also wieder ein wichtiges Spiel für Nürnberg und für München. Es sind nicht so viele Spiele in dieser Liga. Wenn jetzt Nürnberg die Möglichkeit haben will, vor München in die Tabelle zu kommen, hochzukommen, zu klettern, dann müsste heute Nürnberg gewinnen. Ansonsten leider bleibt München in der zweiten Position. Diese Liga ist von das Team aus Erlangen, Bayreuth geendet und die RC Meteors Nördlingen besetzen aktuell den ersten Platz in dieser Liga. Der Scrum war gut. Nürnberg, München hat wieder diesen Spielkick, Spielstrategie verwendet. Nürnberg verwendet auch jetzt diese Möglichkeit. Jetzt haben wir den München, aber leider war der Spiel natürlich in Abseits. Also der Nürnberger stand meiner Meinung nach in Abseits, aber ich bin jetzt ein bisschen gespannt, was der Ref genau pfeift. Also wir sehen der Nürnberger, man müsste eigentlich die Aktion zurückbringen. Man sieht, der Nürnberger jetzt nimmt nicht den Ball an, weil er weiß, oh, ich stehe wahrscheinlich falsch. Na? Aber er geht direkt dann zum Tackle und zum Kontakt. Jetzt bin ich ein bisschen gespannt. Ich glaube nicht, dass es dann diese Fehler war, weil wir gehen zu einem Scrum. Ne? Also es muss etwas anderes gegeben sein. So. Fakt ist, dass jetzt haben wir einen Scrum für München. Ein Wurf vom Nummer 20. Schön da. Der Ball ist getackelt. Kommt nicht hinten. Der Ball ist raus. München hat den Ball wieder und läuft weiter rein. Ihre Unterstützung mangelt. Und der Kontakt ist gut. Der Kontakt ist gut. Genau. So, schnell gespielt von Nummer 25 in Nürnberg. Er hat den Ball geholt und wieder sofort weitergespielt. Tempo behalten, Tempo geben für das Spiel, das ist gut. Nürnberg spielt weiter, Anlauf von Nummer 5. Rück wieder, Vorteil für Nürnberg, sagt uns der Schiri. Und jetzt wahrscheinlich war wieder ein No-Coin, also kommen wir zurück zu dem Hauptfehler oder zu dem vorherigen Fehler. Und das war, jetzt hat Nürnberg nicht eine Strafe. Also es war wahrscheinlich so vielleicht eine Abseitsposition oder ein Fehler in den vorherigen Rück. Und jetzt kommen wir zu diesem Fehler, da Nürnberg nicht diesen Vorteil gut benutzt hat. Ne? So. Jetzt darf Nürnberg spielen. Hat den Ball am Boden gekickt. Also ist einfach sogenannte Schnellspiel. Und wir laufen weiter. So. Nummer 25 wieder, der spielt ein bisschen wie ein Nummer 10 hier in Nürnberg, also die 10er Rolle genommen. Der Juri geht wieder, sie ist ein Maul, ne? Der Spieler, jetzt ist der Boden am Boden, haben wir einen Rück. So, schöner Rück, schöner Druck und Gegendruck. Jetzt wieder eine Nummer 3 in Nürnberg, unser Prop. Und wieder ein Rück. Die Blauen müssen den Raum, wenn am Boden. Also da hat jemand in dem Rück den Ball mit der Hand geschaufelt oder schöne Unterhose. Also in dem Rück, wiederum ein Rück heißt nur drucken und gegendrucken, keine Hand in dem Rück. Man darf nicht mit dem Hand den Ball fangen oder holen. Nur der Nummer 9 darf das, wenn der Ball eindeutig auf seiner Seite ist. So, Nummer 9 hier sehen wir, ist eigentlich die Nummer 21, spielt diese Rolle als Gedränge halb. Ne, da denke ich, hat sich jemand wehgetan. Hat sich jemand wehgetan? Nein. So. Wieder in dieser Rücksituation. Der jemand, der nicht erlaubt war, hat versucht, den Ball mit der Hand zu holen. Doch, der junge Mann da hat sich hier ein bisschen am Bein wehgetan und wird schnell getauscht. Nummer 12 in Nürnberg, 13 in Nürnberg? Nee. No. Gut. Come here, stay here, play the vintage.
Okay. I see you. Nee, der Nummer 13 ist tapfer, der will weiterspielen. Try to give him the face. This is penalty, okay? Now you are scrum here. Next time do you have a wallet card, okay? You hide, you like defender, is the shoulder, the t-shirt, but this is prohibited, okay? Okay? Scrum here! Man, shall I see you go out, okay? Scrum, scrum blue, scrum blue. Yes? Yes? Yeah? Okay. 12 minutes. Play. Okay, guys? Crouch! Bind! Set! Stop pushing! Okay! So, wir waren in der 22 Meter. Nürnberg, München hat den Ball wieder gesichert und kickt sofort nach vorne, um den Raum ihren Gefahrzonen zu verlassen und fordert eigentlich Nürnberg wieder einen Angriff zu aufzubauen, um Raum zu gewinnen. Hey, you have one down, don't touch. Okay, you go back. Yeah, 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 you touch the ball. Use it. Perfect. Play on. Play on. Play on. Wir haben einen sehr engagierten Schiri heute. Der ist sehr lebendig auch. So. Spiellauf weiter. München hat den Ball. Anlauf von Nummer 15. Rock. Situation. Ball ist raus. Muss gespielt werden. Ja, wird von München weiter gespielt. Nächster Tackle. Vorsicht mit den Armen, nicht zu hart hacken. So, vielleicht eine leichte Abseitsposition hätte ich auf dem Bild gesehen, aber nicht schlimm. Vielleicht auch einen kleinen No-Coin, aber ist wurde auch nicht gemangelt. Der Nummer 23 läuft rum, wurde aber getackelt, kurz vor der Linie. Und der Nürnberg erobert wieder den Ball und macht einen Ruck. So, netter Anlauf von München, leider kein Versuch für sie. Und Nürnberg darf kann sich befreien. So, der Ball ist, wir waren in der 22 Meter. Nürnberg hätte auch direkt nach außen kicken dürfen. Der Ball ist trotzdem erstmal im Feld geblieben. So sehen wir hier den Anlauf von Nummer 22 wieder, ne? Der Mamadou aus München. So, jetzt sind wir den gegen Rack, aber die Unterstützung von Nummer 13, der Blauen, war zu spät von München. Nummer 15 in Nürnberg hatte die Zeit schon, den Ball zu erobern. Das war legal. Und damit hat eigentlich Nürnberg gut verteidigt und sich wieder Raum holen dürfen. Wir stehen jetzt an der Mittellinie. Die Nürnberger sind bereit in der Gasse. München kommt gleich. Hinweis an den Hackler. Genau. Wir einfach gut werfen da auf den Nummer da in der Mitte. Gut. Und jetzt geht's los wieder. Genau. Schöner Anwurf in der Mitte der Gasse. Nürnberg hat aber keinen Contest gemacht. Jetzt läuft München an. Schöner Angriffsspiel. Falsche, bisschen so Fälschung von München, aber alles legal. Sehr gut. Tackle vermieden. Zickzack. Und das geht zum Versuch. Versuch München. Versuch München, knapp hinter den Pfosten, müsste die Verwandlung relativ leicht sein für den Münchner Nummer 10. 5 Punkte für München, Spielstand 12-17. Der 13 in München, das ist der Felix Offlin aus Belgien. Gut gemacht, schöner Lauf, schöner Angriffsspiel. Guter Ball schön beim Stehen geblieben, keine Rob gemacht oder nicht zu früh am Boden gegangen. Schöne Zickzack und Slalom durch die Verteidigung von Nürnberg. Hier sind wir. Ne? Und jetzt die nächste Aktion. Nach dem Versuch darf jetzt München eine Verwandlung versuchen, oder?
Wenn jetzt München trifft, dann sind es 2 Punkte für München. Jawohl. Also haben wir Spielstand 12:19. So, noch 8 Minuten Spielzeit, noch die Möglichkeit für Nürnberg zurück an den Punktezahl zu kommen, Punktestand zu kommen. Der Nummer 27, also der Acting Nummer 10 in Nürnberg, wirft wieder ein. Alle Spieler laufen nach vorne, München holt den Ball, also fängt den Ball und geht am Boden und kickt sofort weiter. So, Ball geht direkt nach außen. Leider nicht geschickt gemacht von dem Münchner. Gut wäre die Kamera zurück an dem, genau, an der Situation hier. So. Also, der Nummer 10 von München hat gekickt, aber er hat den Ball sofort nach draußen gebracht. Der stand aber nicht in den 22 Meter Bereich. Also gehen wir zurück zu einer Gasse, Einwurf Nürnberg. An der Spielfeldhöhe, wo München den Ball nach vorne gekickt hat. So, da waren wir. Jetzt, die Gasse war erfolgreich für Nürnberg. Sie durften ihren Spiel aufbauen. Raum gewonnen und der nächste Anlauf. So, Ball ist gut, der Rock ist gut. Vielleicht ein paar zu viele Spieler in dem Rock, aber ist auch nicht schlimm. Wir sehen hier 3 Spieler in dem Rock, ist gut. So, weiterspielen. Weiter nach vorne. Nach vorne wäre gut. So, Nummer 9 holt sich den Ball. Der Pass ist nicht ganz geschickt, aber mit dem Fuß gestoppt. Das ist alles legal. Solange, dass man hier nicht mit der Hand den Ball nach vorne schiebt. So. Und jetzt sind wir bei dem Anlauf. München war sehr gut dran. War sehr gut dran, den Ball zu kontestieren. Sie haben den Ball am Spieler sofort gegriffen und leider für den Nürnberg, also die nürnbergische Unterstützung, die 2 Zusatzspieler waren einfach zu spät, um den Ball zu sichern, ne, zu fest für Nürnberg zu sichern oder die 2 Münchner zu verhindern, den Ball zu greifen. So, jetzt hatten wir damit einen not releasing the ball, Strafe München. Die haben nach direkt nach außen gekickt und in dem Fall, da wir eigentlich wir waren nach einer Strafe, also folgend einer Strafe, soll aber jetzt München jetzt selber einwerfen. Unterschied zwischen normales Spiel, ne, und Spiel nach Strafe. So. Hoffentlich. So. Jetzt zeigt unseren Ref, dass München bei der Balleroberung einen leichten Handfehler gemacht hat, den Ball nach vorne verloren. Das ist ein No-Coin, das heißt, wir machen jetzt eine Gedränge, einen Scrum-Anwurf Nürnberg. München wechselt ein paar Spieler. Wir sind alle da, alle Spieler wieder da. Bang! Set! So, Ball kommt gut raus. Die Scrums sind sehr gut in Nürnberg. Schönes, sauberes Spiel. Jetzt Kontakt, also der ist so Crashlauf von dem 25. Das ist ein Rock. Die Spieler sollen rausgehen, den Ball nicht fangen, wenn sie am Boden sind. Nächster Anlauf von Felix. Dreht sich gut um, gibt den Ball weiter an seine Mannschaft, damit der nächste Anlauf schön und schnell erfolgen kann. Sehr gut, schönes Händespiel. So, und es geht weiter jetzt mit der Gedränge.
Also in Nürnberg hat sich jetzt in der letzten Minute entschieden für nicht zu schnell am Boden gehen, sondern versucht den Ball am Leben zu halten und hat jetzt eigentlich den Vorteil. Also sie dürfen jetzt weiterhin versuchen, Raum zu gewinnen oder einen Versuch zu legen. Wenn sie aber jetzt das nicht hinkriegen, dann kommen wir nochmal zum Versuch. Sehr schneller Lauf von Felix. Jetzt sehen wir, da kommt nochmal der nächste Fehler der Eroberung von Nürnberg, von München. So. Number 3, Blue, offside! So. Auf der letzten Aktion hier mit Felix, wir sehen, da war eigentlich München ganz legal. Sie haben den Ball richtig gut erobert. Nun, wir hatten davor einen anderen Fehler. München hatte davor einen anderen Fehler abseits gemacht. Und bisher, dann waren wir, hatte Nürnberg den Vorteil. So. Nürnberg, München erobert den Ball. Der Vorteil ist zu Ende. Wir kommen nochmal zu dem ursprünglichen Fehler und jetzt spielen wir weiter. Also weiterhin Spielball Nürnberg. Rück. Der Ball geht weiter voran. Nicht ganz. Doch, geht. Aber sehr gut. München hat gut verteidigt. Ein 13er hat unseren Flügel, den Gonzalo, in die Gasse geschoben. Aber der Ref. Aber diese Nummer 13, der eigentlich dann der Spieler von Nürnberg getackelt hat, stand davor in Abseits. Also wieder Strafe. Wieder schnell gespielt von Nürnberg. Nürnberg bleibt weiterhin im Angriff. So. Jetzt ein guter Anlauf von Nummer 5. Sehr stark heute. Wieder in den nächsten Rück. Bisschen ungeschickt von Gonzalo, der hat sich falsch gedreht am letzten Sekunde im Boden. Da der stand ein bisschen Körper Richtung die Münchner. Das ist nicht ganz leicht für seine Kumpel dann, um den Ball zu erobern. Aber der Ball lebt weiter. Nürnberg spielt mit der Nummer 25. Geht wieder am Boden, hat den Ball aber im lebend. Sehr gut. Wir sind in den 22 Meter von München. München soll weiter schnell spielen, Tempo halten. Nummer 15. Weiter. Ja, weiter spielen. Genau, play. Nein! Ball ist wieder da, ist immer noch da. Der Nummer 18 in München ist verletzt. Dafür wird das Spiel nicht geändert, aber man soll nicht auf dem Spieler, auf dem Verletzten spielen. Das ist nicht ganz, ganz korrekt. Aber dennoch soll der Ref dafür nicht, also in Rugby wird dafür nicht das Spiel angehalten. So, jetzt wir haben eine kleine Pause, der Schiri stoppt die Zeit, kommt zurück zum Verletzten und die anderen Spieler dürfen was trinken. Genau, Zeit ist aus, Spielstand, wir sind in Nürnberg an dem Waldsportplatz vom TSV 1846. Nürnberg, Heimmannschaft, spielt gegen München, die dritte Mannschaft von dem RFC. Spielstand 12:19. Nürnberg hat noch 2 Minuten Spielzeit, um den neuen Versuch zu legen und mindestens den Gleichstand zu erobern. So, wir haben jetzt eine Gasse bei den 40 Metern von München, Einwurf Nürnberg. Schöne Gasse, schöne Stellung auf jeden Fall. 5 Spieler in der Gasse. Und jetzt gleich geht's los. Jawohl. Der Ball ist gestört von München. Oh, ein bisschen Gemischmasch da. Jetzt hätte er Nocken. Genau, Nocken von Nürnberg. Ah, ne. Nocken München, sagt der Schiri. Also der Münchner bei der. Gar nicht tatsächlich, ja. Also wir haben gesehen. Auf dem Sprung hat der Münchner mit der Hand den Ball nach vorne geschoben, ist seitens Nürnberg gefahren, also das ist der No-Coin. So. Scrum, Einwurf Nürnberg. Signal, Ball rein, wird geschoben, schöne Scrum, schön stabil. Anlauf von Nummer 27, Heiterkel, leichter Leiterkel, aber nicht schlimm, nicht gepfiffen. Geht's weiter am Boden, Röck und Nürnberg
nutzt nochmal. Weiter ran anlaufen, Taka verpasst. Sehr gut, Ball nach hinten, frei, schnell freigelassen, Schisterer von Gonzalo. Nochmal einen Heiterkel, finde ich, bisschen da, so ein bisschen high an der, einen Schulter ran, Ball verloren, München erobert den Ball. So, ein Lauf von München, nochmal einen nächsten Rock. Genau, so wieder ein Lokal. Nächste Scrum. Letzter Ball für heute. Letzte Chance für Nürnberg. Nürnberg muss diese Gelegenheit absolut verwenden, ansonsten ist das Spiel dann zu Ende. So, Nürnberg hat den Ball. Einwurf in den Scrum. Starke Leistung von unserer Nummer 3, ne? Der war in der ganzen halben Halbzeit. Sein Nachfolger, sein Vertreter, hat aber dann, als sich in der zweiten Halbzeit verletzt, ist zurück auf dem Spielfeld. Und jetzt hat er schon fast 60 Minuten in den Beinen. Starke Leistung von ihm. So, Nummer 19 läuft rein. Tackle, Rock. Ball ein bisschen langsam beim Rauskommen. Gut. 25, jawohl, Nummer 13, Ball, nein, mit zwei Hände, High Tackle, was sagt der Ref hier? Also, solange dass der Nummer 17 mit dem Ball so ein bisschen jongliert, ist es noch kein No-Coin, jetzt sagt der Schiri aber High Tackle. Ne? Und dieser High Tackle ist natürlich eine Strafe, das ist Verletzungsgefahr, also jetzt haben wir eine Strafe für Nürnberg. Die Zeit kann eventuell schon übergangen sein. Es ist egal, die Aktion läuft weiter, solange dass Nürnberg keinen Fehler macht. Also es läuft weiter. Jetzt, wir bereiten uns für einen schnellen Kick, also eine schnelle Aktion, schnelles Spiel, genau. Und der Nummer 25 versucht selber reinzugehen und legt den Versuch in der Ecke. So, wir haben jetzt haben wir sehr gut gemacht, Nummer 25. Leider. Bisschen Anspruch für seinen Kicker, weil jetzt stehen wir ganz am Rande vom Spielfeld. Wir haben 17 zu 19 für Nürnberg. Wenn Nürnberg noch mindestens den Ausgleichstand schaffen will, muss jetzt diese Verwandlung durch die Pfosten. Und leider, das wird schwierig. Aber trotzdem, wir kommen zurück auf diese Aktion. Ein bisschen, also dieser einsame Spiel von Nummer 25, starke Leistung. Hat geschafft, mit seiner Körperkraft durch die Verteidiger und den Versuch zu legen. So, jetzt wieder Ruhe. So, volle Spannung. Entweder schafft Nürnberg den Gleichpunktstand oder verliert Nürnberg. So, jetzt schön Luft atmen, Puls nach unten. Schön in die Mitte von den Pfosten zielen. Genau. Beine wieder ein bisschen so ein so kleine die Routine, ne? Routine vom Kicker. Jetzt er versucht den Ball zu visualisieren. Er kickt und es geht durch die Pfosten. Fahne hoch, super, gut gemacht. Totaler Kick von Nürnberg. Spielende. Spielstand 19-19. Das war spannend. Hat Nürnberg-Kicker, der Nummer 27, eigentlich unseren Sebastian, hat das toll geschafft. Ich war leider ein bisschen skeptisch, wenn ich den Versuch gelegt habe, gedacht, oh, so eng, so nah an der
Gassenlinie, das macht der Kick für die Verwandlung eigentlich ganz schwierig, aber der Sebastian hat das super geschafft. Ein toller Kick und mit einer leichten, schönen Kurve. Man sieht Sebastian, jawohl, jubeln, gut gemacht. Toller Kick. Das ist ein Kick, was er sich jetzt für dieses Jahr absolut merken soll. Und so mit Pfanne hoch. Hoch mit den Pfannen. Jawohl. Und 19 zu 19. So, Gleichstand hier in Nürnberg zwischen den München RFC und der Nürnberger TSV 1846. So, jetzt kommen die Schiri-Räder, sowie auch dann die Kapitäne. Thank you. Thank you very much for the game. Tough game for me, for all. Congratulations for under 19 or 18. Good games. I prove for your team. Young people, yes. Thank you very much for the game. Nürnberg, good defense, good attack. But second part, calm down. München, good game. The first part, second part, I thinking myself for the young people is coming down, but no, strong, good game. Thank you very much. The rest, congratulations all, 19-19. I have excuses for two yellow cards apart the Munich. This is one, penalty try is second, but I see it's young people. I try to forget this, but next time, no. Okay, try, tackle this down, but the rest, good game. It's a tough game. Okay, thank you very much. Thank you, Rev. Wir haben jetzt die Rede von den jeweiligen Kapitänen. Erstmal Nürnberg, dann das Dankeschön von Nürnberg, von München für das schöne Spiel. Ja, es ist weiterhin ein wunderschöner Tag hier in Nürnberg. Wir sind am Waldsportplatz. Das Team von Leckersum spielt hier auf der Seite vom Spielfeld. Das nächste Spiel erste Mannschaft in Nürnberg, die SVO. Die Nürnberger sind wahrscheinlich auf dem Trainingsplatz und bereiten sich dort. Die bisschen windig hier, ein bisschen so leicht bewölkt, aber ganz schön sonnig. Ein tolles Wetter für einen Rugby-Spiel heute. Hoffentlich haben sie auch dieses Spiel von der Landesliga gemacht und hoffentlich meine Kommentare haben euch befriedigt und gut begleitet und ein bisschen dann diese Spielzüge auch gut erklärt. Die Leute verabschieden sich in ganz netter Weise, wie üblicherweise beim Rugby mit, das war nicht so ganz nett, aber die Gasse, diese typische Gasse beim Rugby, wo die Spieler sich einander eigentlich dann wieder gratulieren für die tolle Leistung und für dieses Spiel. So. Das ist Rugby, Respekt, Freundschaft, Leistung, Respekt für den Gegner, Respekt für den Schiri und natürlich jetzt kommt es zu dem nächsten Getränk mit einem guten Bier zusammen, um diesen Spieltag fertig zu genießen. In diesem Sinne gebe ich das Mikrofon weiter und ich hoffe, Sie genießen weiter diesen Tag mit uns hier in Nürnberg. Danke an Nürnberg, an die Nürnberger Mannschaft. Danke an München für diesen super Spieltag. Keine schwere Verletzung heute. Also, alles gut. Ich erinnere nochmal das Spielstand, den Endstand vom Spiel. 19 für den Nürnberger Team, 19 für München RFC. Auf Wiedersehen und bis gleich mit dem zweiten Spiel Nürnberg gegen Leckersum. Tschüss.